Am vergangenen Wochenende kommt es zu einer brutalen Schlägerei vor der Disco Max und Moritz in Regau in Oberösterreich. Ein Video, das die Schlägerei zeigt, geht nun durchs Netz. Zu sehen ist ein aggressiver Mann, der an der Eingangstür der Disco heftig rüttelt. Zwei Polizistinnen befinden sich bei dem Mann und versuchen ihn zu beruhigen. Allerdings recht erfolglos. Dann tauchen plötzlich Türsteher beim Eingang auf und gehen auf die Provokationen des Mannes ein. Auf einen verbalen Schlagabtausch hin eskaliert die Situation und mehrere Türsteher laufen auf den Störenfried zu. Sie werfen ihn zu Boden und schlagen auf den liegenden Mann ein. Ein Disco-Besucher filmt die wilde Szene. Die Polizei ordnet Verstärkung an und kann die Situation danach in Kürze klären. Ins Krankenhaus muss wie durch ein Wunder niemand eingeliefert werden. Ob es Anzeigen gibt, ist noch unklar. Das Video jedoch schockt das Netz.